Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Swords and Soldiers 2. Freunde, herzlich willkommen, heute ein bisschen im asiatischen Stimmlagenbereich unterwegs. Kreise zum Mittelpunkt der Erde, da müssen wir hin, da müssen alle Kreise hin irgendwann eines Tages. Ihr habt beim letzten Mal gesehen, welche dramatische Dinge passiert sind, deswegen können wir hier diesmal das Intro überspringen. Ja. Okay, und los. Komm schon, komm schon. Ich friere die einfach ein. Was soll schon passieren? Oh nein, aber jetzt habe ich nichts mehr zum Zaubern übrig. Oh Gott. Oh nein, warum sterben meine besten Männer? Lebe! Ja, schick den Geist vor! Oh, wieso greifen die den an? Das ist so unfair. Oh, wir haben den Knopf gedrückt. So, der Knopf ist da oben. Das heißt, wir müssen die Portale in die andere Richtung zertifizieren. Fertig. Hol deine drei Kollegen. Ist nur noch einer da oder sind die so ineinander, dass man sie nicht mehr sehen kann? Man weiß es nicht. Ich glaube, es ist nur noch einer da. Der andere ist schon... ist schon geplatzt. Kann der auch ein Schild machen? Naja, das... der Mauernportal sollte doch jetzt nicht so dramatisch schwierig werden eigentlich. Können wir die auch überspringen, Alter? Nee. Weiß ja nicht, ey. So, da kriegt ihr euren eigenen Fraß zu fressen. Aber Fleischwerfer, heil doch den Mann. So, die nächste Brücke steht wieder. Einige Männer fallen zurück. Er sagt immer, einige Männer fallen zurück. Ich sehe niemanden, der zurückfällt. Außer vielleicht den Fleischwerfer. Los, Fleischwerfer, heile ihn! Gehen meine Nahkämpfer eh drauf, wenn er explodiert. Toll. Kann ich hier auf Pause drücken? Ich werde die irgendwie quer durch die Portale schicken müssen später, aber ich weiß immer noch nicht genau, wohin. Ich habe nur die beiden Dinger dann noch und... wieso friert der eine dann nicht ein? Ist doch schon wieder Schmarrn, ist es doch schon wieder. Naja, noch kämpfen nur meine Ghosts. So, ihr seid echt klüger als ich dachte. Egal, ja, ihr kommt nie rechtzeitig zum Treffen. Ja, ja, all you can eat. Wartet da. Mach den schnell kaputt. Mach den schnell kaputt. Okay. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ne, ich muss da ja auch noch durch. Und den Knopf, da muss ich auch irgendwie bedienen. Also hier noch ein Portal und da noch ein Portal hin. So, wenn ihr jetzt aufhören würdet, dieses Portal da zu schlagen. Hört bitte auf, das Portal zu schlagen. Das hat euch überhaupt nichts getan. Ja,
Hört bitte auf! Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Ihr habt es nicht anders gewollt. Oh nein! So, war es diesmal denn halbwegs angenehm richtig? Da ist noch ein Knopf. Los, mehr Geisterbeschwörungen! Mehr Geister! Hey, das ist voll unfair, dass die irgendwie verschwinden nach einer Zeit. Ihr macht voll einen Unfugs und Erls Pläne kaputt. Ja, und? Pläne? Was für Pläne? Ihre Pläne, ein Kebab-Imperium aufzubauen, um jedem Menschen auf der Erde seine Gehirnwäsche zu verpassen. Natürlich. Sie plant, die scharfe Soße dazu zu benutzen. Hey, aufhören! Nein, ich werde niemals aufhören. Ja, und nu? Ist die Oma wieder zurück, oder was? Wo ist die Oma? Die rennt jetzt einfach durch. Ist sie jetzt abgebrannt? Oder kommt die jetzt nochmal wieder? Da ist noch ein Knopf, den ich bedienen muss. Konzentration, drückt die Knöpfe. Okay. Irgendwas hat hier nicht funktioniert, Leute. Neu starten, Intro überspringen. Was zur Hölle? Die drei brutalen Axtwerfer des Todes. Eigentlich ist die Oma-Trippeln immer gut, ne? Die Oma-Trippeln ist eigentlich immer gut. Warte mal, ich muss dann wahrscheinlich den Knopf... Ach so, ich muss dann wahrscheinlich da unten nochmal komplett durch, hä? Okay, wir versuchen's, wir versuchen's. Ich weiß nicht, wofür ich das ganze Gold einsammeln muss, aber... Irgendwann wird's dafür schon eine Lösung geben. Los, Fleischwerfer, Mann, mehr Fleisch! So, jetzt könnt ihr da hochlatschen. Das Dämonenportal, ja. Dieses ist mir bereits aufgefallen. Ich glaube, ich werde einfach hier eins aufstellen und da. Ich glaube, das ist der Dummarsch-Fehler, den ich die ganze Zeit schon mache. Der einfach Dummarsch ist. So. Einige Männer fallen zurück. So, jetzt kriegt er richtig eingeschenkt. Da hätten wir wieder einen Haufen Manamu. Okay, jetzt Portal auflösen. Die hier in den Froster packen. Da sind noch zwei Bengel. Keine Chance, die kleinen Bengel.
Fleischwerfer, werf auf den Prinzen. Oh, der heilt sich auch so schon ein bisschen. Oh, ihr seid echt klüger, als ich dachte. Egal, ihr kommt niemals rechtzeitig. Warte, was für ein Treffen. Ja, das Treffen. Das Rasselbandentreffen. Okay, warte, den schafft er aber alleine noch, oder? Ja, eigentlich schon. Dann kommt jetzt hier ein Turm hin und da ein Turm hin. Genau in dem Moment stirbt er, ne? Es ist natürlich wieder ein dummer Zauberoni von mir gewesen. Aber was soll's, aber was soll's. Wartet hier. Oh nein, wartet doch nicht mehr. Mist. Das war auch wieder blöd. Die drei Wilden. Schlagt sie. Frontalangriff, Frontalangriff. Die sind alle eingefroren. Besonders hier der Leichentyp da. Aber der kann nichts. Ja, der hat noch genug Gegenheilung. Get up me! Da, it is. Nein, Idioten! Oh, jetzt sind die da durchgerannt. Shit. Jetzt habe ich wieder verkackt. Tja, wir machen Fräulein Unflugs Pläne kaputt. Ja, natürlich. Dafür sind wir hier. Aber warte, wenn ich jetzt den da mache, dann sollte das eigentlich... Hallo, warten, warten, warten. Stoppi. Der Geist ist nicht so schlimm, wenn er da durchgeht. So, die hier alle wieder warten, weil die werden jetzt nämlich alle schön in die Lava gerannt. Ah, guck mal, jetzt kann der Fleischwerfer erstmal schön ein bisschen reinfleischen, ist doch gut. Fleisch mal noch ein bisschen, ist ein schönes Fleischgeräusch. Gefällt mir. Schadensreflexion ist immer gut. So, schön da rein, Matt Eagle. Ich glaube, diesmal habe ich es geschafft. Diesmal könnte ich gut durchgekommen sein. Alle Brücken sind wieder da. Jetzt kommt der Croc endlich durch. Ein kleiner Rückschlag, mehr nicht. Ich halte dich später auf, Schweinebacke. Fräulein Unfugs Weltherrschaftsplan wird nicht gestört werden. Warte mal, Plan? Ja, ja, der fiese Plan. Der mit der magischen Gehirnwäsche Chili-Soße. Ach, kacke, ich hau ab. War ja doch einfacher, als ich dachte. Aber wenn ich wieder gedacht habe, war das Problem, dass ich halt gedacht habe, ne? Und deswegen... ja, manchmal, ihr wisst, wie das dann ist, ne? Reise zum Mittelpunkt der Erde haben wir geschafft. Gut, dann jetzt hier zur nächsten Mission. Ölbad? Was machst du denn hier draußen? Ölbad, Alter. Ist doch klar, die Hitze ist perfekt fürs Grillen. In Kombination mit der scharfen Soße hier gewinne ich das nächste Kochduell ganz sicher. Wir müssen ihn stoppen. Die scharfe Soße ist gefährlich. Oh, ein offener Kampf. Ei, der Daus. Offener Kampf, das ist wieder so ein Ding. Das ist wieder so ein Ding, Freunde. Ich würde sagen, Choose your Tier 1 Units. Wir nehmen Goblin-Speerwerfer mit. Wir nehmen... Hä? Bombenturm? Ah, ich weiß nicht, ob ich Bombentürme brauche. Aber ich habe auf jeden Fall einen Haufen Speerwerfer, das ist immer gut. Den finde ich eigentlich gut, weil der so Flächenschaden macht, ne? Und die Fassreiter nehme ich mit. So, nee, die Wartedinger brauche ich nicht. Die Wartedinger brauche ich nicht. Dann nehme ich lieber hier so ein paar schwere Einheiten noch mit. Die Schadensreflexion, die ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Wobei das Ding halt einfach super OP ist, ne? Es macht super viel Schaden. Ja, und ich würde sagen, hier die Drucktürme nehmen wir auch mit. Einfach so zum Druck aufbauen. Der Belagerungstroll. Den nehme ich mit. Dann nehme ich... Trinke, 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 nehme ich auch mit. und das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. So. Schauen wir doch mal. Na, jetzt muss ich erstmal hier wieder so ein... So ein Zwergenwerfer hoch weiterentwickeln. Fassreiter auf jeden Fall. Schwere Einheit schon mal. Der Turm. So. Sammele, sammele. Viel ist ja hier nicht. Los, wir müssen Ölbart besiegen. Sammelt mal ein bisschen schneller Geld ein. Ah, jetzt habe ich wieder zu viel erforscht für den Anfang. Sehe ich jetzt schon. Kommen gleich irgendwelche Gegner um die Ecke. Ah, wieso Mana, ey? Warum kann da kein Gold runterfallen? Komm, das soll immer ganz kurz zu sehen. Naja, wir nehmen alles, was vom Himmel fällt. Das ist keine Frage. Aber ich könnte halt echt mehr Money gebrauchen. Na komm. Komm, komm, komm. Wir brauchen mehr schneller Geld. Mehr schneller Geld. Das ist sein Lager schon da hinten. Schicke ich doch mal so einen kleinen Fassroller los, der mir sagt, was hier beim Fassrollen so passiert. Oh oh. Vergiss das. Hol mir lieber das. So, wo gehen die lang? Unten oder oben? Ja, wahrscheinlich oben, ne? Weil die an meinen... Weil die an mein Türmchen wollen. So, was habt ihr jetzt davon? So, Freunde, mehr Geld. Guck mal, Belagerungstroll wäre geil, ne? Aber wir machen Nagas... Und Bestechungsgelder. Aber dafür müssten wir halt viel mehr sammeln. Hier liegt gar nicht so viel rum, ne? Da hätte ich diesen Zauber mitnehmen müssen, der die... Naja, egal. Da kommen noch welche. Rocket Time! Und bei ihm liegt nur Gold und bei mir liegt nur Mana, ey. Wenn die nicht aufhören, mit ihren Einheiten hier loszuschicken, dann komme ich gar nicht mehr aus dem Zen. Ich brauche Geld. Mehr. So, der gehört jetzt mir. Oh, Babel. Geh mal gleich wieder zurück. Geh mal gleich wieder zurück. So, die beiden habe ich im Griff. Na, Ölbart, was geht, Alter? Blasting Time! Schnell, wir brauchen mehr Geld, Leute. Warum sammeln die da hinten nicht so genug Geld? Ja.
sammeln einfach nicht schnell genug. Schnell, den kann ich gebrauchen hier. Einfach weiter Druck machen. Oh, wäre es jetzt schön, wenn ich jetzt Mana hätte. Mist, ey. Meine Mana-Produktion ist ja eigentlich relativ hoch, ne? Aber... Ich habe so schön Druck gemacht. Also die Skelette machen ja überhaupt gar nichts, ne? Oh, da liegt endlich mal Geld, ey. Kacke, ey. Das hätte ich früher machen müssen. Das wäre schlauer gewesen. Aber was soll's. Wir sparen jetzt erstmal ein bisschen Geld. Einfach, dann kann ich hier oben noch so einen Pressturm hinstellen. Ja, ja, ja. Da kommen die jetzt nämlich erstmal gar nicht mehr raus. Und was fehlt mir da jetzt genau? Mist. Nein, lass den Turm in Ruhe! Lass den Turm in Ruhe! Nein! Ein wunderschöner Turm! Ich fahre da mit meinen Fassrollern rein und spreng alles in die Luft. Komm, wenn da jetzt einer rauskommt, kann ich den direkt bekehren. Ah, wo ist er? Hört auf, Geld zu sammeln. Bekehrt, kommt lieber zu mir rüber, junge Damen. Ich schicke noch mehr Fassroller. So. Aus dem mache ich einen von uns. Einer von uns. Einer von uns. Zwei von uns. Ja. Ölbad, Alter. Komm schon. Sein Imperium bricht zusammen. Sabadade. Wie die manchmal reden, Alter. Das war knapp, ne? Das Essen hätte einigen Wikingern ziemlich schwer im Magen gelegen. Ah, du bist doch nur neidisch auf meine kulinarischen Kräfte. Selbst ohne Soße kann ich mit diesem perfekt gegrillten Fleisch noch gewinnen. Das sehen wir noch. Wenn ich nicht so beschäftigt, Wenn ihr nicht so beschäftigt wäret, die Welt zu retten, dann würde ich euch mal beibringen, wie man kocht. Ach ja. Was? Gewinne wären 10 oder mehr Chefköche, die gewinnenden Einheiten unterstützen. Ach so, da hätte ich... Fleisch und natürlich doppelte Zeit wieder gebraucht. Naja. Trotz alledem habe ich es geschafft. Wir haben zwei Missionen hier. Wir haben einen Ragnarokken-Bonus-Mission und wir haben die Trennung. Mission Nummer 14. Hier scheint es dann zu Ende zu gehen, das Spiel, Freunde. Naja, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.